frische Fische auf den Tisch. Das ist echt frisch und das ist I am Fish. Das war ein Reim und damit fange ich die Folge an. Ja, das war ganz schön komisch. Meine werten Damen und Herren, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge I am Fish. Heute haben wir was ganz Besonderes mit dem Pufferfisch auch noch gemacht. Und ich hoffe, die Folge gefällt euch. Schaut auf jeden Fall auch auf shop.aaronsuit.de vorbei. Dort gibt es tatsächlich das What the Fish T-Shirt, was man sich tatsächlich holen kann, wenn man ein echter Fisch sein möchte. Meine werten Damen und Herren, viel Spaß mit der Folge. Gebt ein Like, lasst ein Abo da und viel Spaß. Hallo, meine werten Damen und Herren, heute aus einem Fischkostüm. Hallo, wollen Sie gerne Fischstäbchen kaufen? Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge I am Fish, so wie ich hier gerade aussehe. Und meine werten Damen und Herren, wir müssen uns entscheiden. Ist es dieses Level oder dieses Level oder dieses Level, was wir heute spielen werden? Denn tatsächlich geht die Story von I am Fish weiter und wir müssen uns für einen Freund entscheiden, den wir natürlich retten wollen. Und selbstverständlich werde ich mich für den Pufferfisch entscheiden, weil der ist nämlich cool. Den können wir tatsächlich irgendwie mal befreien und da geht es dann in die Hochlandkugel. Da müssen wir dann einfach mal eine Runde spielen und schauen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben tatsächlich in der letzten Folge wieder sehr, sehr vieles gemacht, auch eine Brücke kaputt gemacht und so. Und jetzt geht es weiter, hier im schönen Hochland. Das Spiel ist zwar immer noch ein wenig am Laggen, so. Die Möwe kommt und jetzt wird eine kleine Geschichte über unseren Pufferfischfreund erzählt. Und dort hinten haben wir, glaube ich, gerade ein Signal gesendet, damit der Pufferfisch seine Erinnerung wieder an uns zurückbringt. Und wir haben mit ihm immer gespielt. Da sind wir und unsere Jungs. Die Family einfach. Und jetzt ist alles vorbei. Doch dann gab es dieses eine Licht, was ihn daran erinnert hat, dass wir ihn heute retten werden. Oder er rettet sich selber. Genau, wir spielen nämlich den Pufferfisch. Damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet. Aber okay. Das erinnert mich ein bisschen an das erste Level, was wir selber gespielt haben. Aber okay. Wir spielen jetzt anscheinend nicht mehr den orangenen Fisch, sondern wir spielen jetzt tatsächlich den Pufferfisch in seiner Geschichte. Das heißt also, es gibt hier verschiedene Geschichten, die man spielen kann. Und da muss man dementsprechend durch. Okay. Wir schauen mal, was die Geschichte hier für uns bereithält. Also... Wir haben hier schon mal den ersten Checkpoint geschafft. Müssen hier wahrscheinlich jetzt mit dem Pufferfisch diese Decke hier runterfallen. Und ich glaube, hier gibt es sogar eine schöne Treppe, die wir ebenfalls nehmen können. Müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir unser Glas nicht ganz kaputt machen, ne? Heieieiei. Und dann schwimmen wir mal kurz hier runter. Oh mein Gott, ist das hier. Eieieiei. Ich glaube, ich nehme sogar den weicheren Weg, indem wir hier auf das Kissen drauf springen. Oh mein Gott. Okay, jetzt sind wir auf das Kissen draufgesprungen, sind jetzt hier auf dieser, Uhr hier gelandet. Ich mache diesen Parcours hier gerade besser, als ich gedacht habe. Aber ist kein Problem. Wir schwimmen hier durch. Wir machen das easy. Da ist wieder ein Teppich. Lass uns hier auf den Teppich draufspringen. Hui! Okay, diesmal kein riesiger Sprung. Jetzt können wir entspannt hier ein paar Treppenstufen wieder runtergehen. Bloß nicht zu viel. Ich möchte jetzt nur nicht dieses Glas hier kaputt machen, ne? Jetzt haben wir aber den Checkpoint hier sehr gut geholt. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch einen Weg nach draußen. Ich würde vielleicht sogar sagen, vielleicht könnten wir sogar diese Schiebetür, die hier ist, zur Seite schieben. Und dann gehen wir in die Freiheit. Ich glaube, das könnte doch ein guter Deal sein. So, ich schiebe die Tür zur Freiheit und raus hier. Okay, ich bin ein Fisch, der entflohen ist aus diesem Hausgefängnis. Ich glaube, da oben auf der Fensterbank waren wir gerade vorhin, gell? So, ich würde mal sagen, ab dafür, weg hier. Keiner will hier bleiben. Wobei, es ist eine schöne Gegend. Und der Besitzer hat ein Auto. Oh mein Gott. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war mir jetzt ein wenig zu schnell. Aber ist okay. Ich lasse mich treiben. Ich lasse mich einfach treiben. Oh mein Gott. Leertaste drücken für Spezialfähigkeit. Oh, niemals. Niemals hat er so eine Spezialfähigkeit. Das ist ja ein Pufferfisch, natürlich. Und ab ins Wasser. Da bin ich wieder. Leute, ich bin einfach back. Ich bin einfach back. Wie ein Pufferfisch. Oh mein Gott, ich weiß, warum ich mir diesen Pufferfisch geholt habe. Der ist so cool. Man kann jetzt einfach mit ihm hier in diesen Teich reinschwimmen. Es war alles richtig. Wir haben alles Gold richtig gemacht. Ich habe nur gedacht gehabt, dass ich da schon Fehler gemacht habe. Aber er hat tatsächlich die Möglichkeit, sich aufzublasen, ne? Um sich dann weiterhin wie eine Kugel vorzubewegen an Land. Deswegen sind Pufferfische auch so extrem cool. So, da müssen wir jetzt wieder hier die Kugel machen, ne? Denn in den Gebieten, wo es kein Wasser gibt, können wir uns immer durchrollen. Schon cool. Wir mindern unsere Reibung, indem wir hier sozusagen durchrollen.
und können damit auch an Land fahren. Oh, ist das schön. Ich liebe solche Fischspiele. Fische sind so cool. Genauso wie das What the Fish T-Shirt unter shop.arizoo.de. Die perfekte Werbung. Nein, macht Spaß. Wir müssen hier die ganze Zeit einfach nur die Wasserfälle runterfahren. Deswegen wollte ich mich einfach mal dafür bedanken, dass ihr diese Videos schaut. Genau, das wollte ich gerade machen. wir fahren einfach mal weiter, bevor ich hier die ganze Zeit weiter Schrott laber. Wir haben aber jetzt schon den Kanal hier erreicht, beziehungsweise eine Art Brücke. Da müssen wir uns, glaube ich, entscheiden, nehmen wir jetzt den linken oder den rechten Weg. Wir können uns auch immer durch das Aufblasen, können wir uns tatsächlich sehr gut fortbewegen. So, einmal hier, einmal wieder aufblasen. Und zack, hier wieder nach rechts. Ich habe jetzt den rechten Weg genommen. Ich weiß nicht, ob der linke Weg jetzt auch richtig gewesen wäre. Vielleicht hatte ich auch nur Glück. Ich weiß es nicht. Ich gehe hier wieder den linken Weg. Einmal bitte links lang. Guck mal, da hätten wir eigentlich auch wieder rechts gekonnt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was ich da jetzt richtig gemacht habe und was nicht. Upsa! Und jetzt wieder hier runter. Okay. Oh, da ist eine Brotscheibe. Jeho! Die haben wir mitgenommen. Und jetzt können wir hier... Oh, da geht's gleich links sogar weiter. Ich glaube, beide Wege, die wir, egal welche wir genommen hätten, ne, wären höchstwahrscheinlich richtig gewesen. Ne? Nur hier, wow, geht's nochmal ordentlich runter. Und wir sind jetzt in einer Art Tunnel gelandet. Wow, oh mein Gott. Man kann sich dadurch, dass man die Luft dementsprechend immer reinpumpt in diesen kleinen Pufferfisch, kann man immer dafür sorgen, dass man an der Oberfläche treibt. Das ist immer sehr cool gemacht. Weil ich bin mir nämlich nie sicher, ob ich die Kamera über den Meeresspiegel oder über den Wasserspiegel oder unter dem Wasserspiegel machen soll. Ich bin mir da nie so sicher. Ich fühle mich in der Luft eigentlich ein bisschen wohler, dabei bin ich eigentlich in diesem Spiel ein Fisch. Nun ja, wir schwimmen gerade Richtung Meer, oder? So ein Wasserfall, der geht doch immer Richtung Meer, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, okay, alles klar. Jetzt dürfen wir hier bloß nicht stecken bleiben. Zwischendurch immer mal ein bisschen Wasser immer mitnehmen. Das ist immer wichtig. Dann würde ich sagen, ich fahre mal Richtung Brücke. Ich glaube, wir dürfen auch nicht zu lange ohne Wasser bleiben. Ich glaube, wir müssen uns... Oh mein Gott, wir sind fast gestorben. Okay, das war gerade richtig knapp. Das war gerade richtig knapp. Wir müssen auf jeden Fall, wir dürfen auf jeden Fall nicht zu lange ohne Wasser bleiben. Denn sonst fängt nämlich der Bildschirm an, ganz schön dunkel zu werden. Und wir verlieren unseren Sauerstoff. Weil unsere Kiemen müssen nämlich dafür sorgen, dass wir den Sauerstoff in unser Blut transferieren können. Deswegen, ist es ratsam, als Fisch im Wasser sich aufzuhalten. Habe ich mal gehört. Habe ich mal ein Buch drüber gelesen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt einfach mal weiter und haben hier nochmal die Möglichkeit. Geschafft! Das war schon das erste Level? Oh mein Gott, dein Ergebnis. Ich habe einfach 5 Sterne bekommen. Aha. Oh yeah. Aha. Alter, ganz easy. Total easy. Das war schon der Pufferfisch, Level 1. Okay, wir probieren jemanden anderen aus. Wir probieren jetzt mal den Piranha noch aus, okay? Zeig der Stadt die Zähne, okay? Probieren wir jetzt auch mal aus. So, einfach nur ein bisschen Dings zu bekommen. Ein bisschen Änderung. Mal gucken, was der für eine Fähigkeit hat. Und wo der hängen geblieben ist. Der hat tatsächlich ebenfalls ein neues Zuhause gefunden, ne, weil er anfangs verkauft wurde. Und jetzt ist es schon 16 Uhr, Mittagszeit. Und ich glaube, er scheint... ebenfalls zu träumen. Und er hat tatsächlich allen Leuten immer alles weggegessen. Er ist also ein sehr gefräßiger Piranha. Klassiker. Und er scheint ganz schön böse zu sein, dass die Uhrzeit nicht ganz vergeht. Und er sieht ebenfalls das Blitzleuchten, ne? Und er denkt an uns und hat einen Plan. Und diesen Plan dürfen wir natürlich wieder vervollständigen. Wir schauen nach, was machen wir? Ich würde mal sagen, wir gehen hier rechts lang. Alle haben zufälligerweise natürlich dieselbe Murmel hier. Das bietet sich an. Damit können wir auf jeden Fall uns ganz gut hier durchmanövrieren. Bis zum nächsten Checkpoint. Space. Okay. Was ist unsere... Okay, unsere Spezialfähigkeit ist, dass wir beißen können. Ah, guck mal. Jetzt schaut er hier gegen diesen einen Hahn. Und der kann da tatsächlich dagegen... Okay, warte mal. Ich glaube, wir müssen hier... So, mit der Leertaste an diesen Wasserhahn da kommen. Aber mit ein bisschen Stil. Okay, jetzt bin ich dran. Und jetzt... Ah, jetzt habe ich den Hahn kaputt gemacht. Und sorge dafür, dass ich hier das gesamte Ding hier überschwemmen lasse. Selbstverständlich. Okay, ich überschwemme jetzt hier gerade die ganze Wohnung. Denkt dran, ihr müsst immer den Wasserhahn immer zumachen, weil sonst sieht es irgendwann so aus wie hier. Natürlich ist es ein gutes Umgebungsbild für einen Fisch, aber für jemand anderen wäre das natürlich nicht so gut.
was machen wir? Wir haben eine Wohnung. Wir haben einfach eine eigene Wohnung. Das ist jetzt unsere Wohnung hier einfach lässig. Die Tür kann man nicht aufmachen. Normalerweise muss man einfach immer nur rausgehen. Aber die Türen an sich sind gerade nicht betretbar, verwendbar. Den Kühlschrank denke ich auch nicht. Ich denke, wahrscheinlich müssen wir wieder etwas beißen. Ach ja, guck mal. Da ist Blut dran. Ist das Blut hier? Was macht das Blut dran oder ist das Ketchup? Vielleicht müssen wir so eine Schranktür öffnen. Ach, guck mal da. Warte mal, wir machen mal... Ja, okay. So, einmal hier das Ding aufmachen, ne? Und da drinne versteckt sich ja... Oh, bitte aufhören. Huch, wir dürfen nicht zu lange in der Luft bleiben. Daran müssen wir uns immer erinnern. Ich würde vielleicht sogar nochmal versuchen, hier... das Ding hier aufzumachen, ne? Komm schon, mein Kleiner, komm schon. Und aufhören zu beißen, dankeschön. Was haben wir hier? Ah ja, guck mal, hier können wir nochmal... Komm schon, beiß dran. Und dann nochmal hier, zack, zack. Noch eine weitere Wasserschranke zerstören, ne? Dadurch dürften wir, glaube ich, den Wasserspiegel weiterhin steigen lassen. Okay. Sehr schönes Ding. So. Ich glaube, das nächste, was wir wahrscheinlich machen müssen, befindet sich wahrscheinlich hier an dieser roten Handle. Da können wir uns auch dran begeben. Und hier ist eine Waschmaschine, beziehungsweise eine Spülmaschine natürlich. Und eine Spülmaschine ist das perfekte Prozedere, was wir benötigen, ne? Um tatsächlich da ein bisschen was kaputt zu machen. So. Okay, perfekt. Da haben wir jetzt ebenfalls nochmal ein bisschen den Wasserspiegel steigen lassen, ne? Und das ganze Alter, dieses gesamte Haus ist einfach so durchflutet. Das ist unglaublich. Und das ist einfach ein Fisch. Stellt euch mal vor, ihr geht kurz einkaufen und euer Fisch macht sowas hier. Oh Mann, das wäre ein echter Killerfisch, sage ich euch. Okay, wir springen dran. Wir springen drüber, oder? Springen wir drüber? Ich weiß es nicht. Das Wasser scheint tatsächlich hier im Fenster nicht weiterzugehen. Es hat da eine unsichtbare Barriere gefunden, ne? Und die Stühle scheinen auch festgeklebt zu sein. Nun gut, ist für uns jetzt kein Problem. Wir gehen jetzt einfach mal hier an diesen Hammer dran. So, und jetzt können wir wahrscheinlich hier mit dem Hammer... Zack! Wahrscheinlich hier, oder? Kann man damit nicht ein Fenster kaputt machen oder so? So, guck mal. Kann man damit hier nicht Fenster kaputt machen? Fenster kaputt machen, okay. Funktioniert auch nicht so ganz. Vielleicht hier an dieses Fenster da dran. Wuhu! Oh nein, jetzt habe ich losgelassen. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Aber nicht ohne meinen Hammer. Okay, ich habe den Hammer. Und jetzt... Wuhu! Oh yeah, baby! Oh mein Gott, ich bin wieder in so einem Glas gelandet. Nein, ich hasse dieses Glas. Oh Gott, okay, gut. Wir gehen da rein. Gut, ich versuche mal hier den ganzen Weg mal wieder hinzubekommen. Oh mein Gott, ich darf das Glas nicht kaputt machen. Das Gute an dem Glas ist tatsächlich, das Glas ist nicht so leicht zerstörbar. Okay. Let's go, dude. Let's go. Oh, Auto. Auto. Unangenehm. Ich sterbe. Ich werde sterben. Ich muss das Level, glaube ich, neu starten. Oder nicht das ganze Level, aber zumindest die Autofahrt. Alter, ich muss nochmal überfahren. Du bist gestorben. Okay, nochmal. Okay, diesmal achten wir ein bisschen mehr auf die Straßenverkehrsordnung. Okay, relax. Wir gehen einfach links dran. Hör doch auf, Mann! Hör doch auf! Als ob die da einfach dort langfahren, wo ich bin. Hören Sie, lassen Sie mich in Ruhe, ich bin nur ein Fisch. Okay, der fährt da lang. Wir sind unterm Auto. Mann! Okay, da kommt jetzt wieder einer. Wir gehen wieder Vollgas. Okay, jetzt hier links rein. So. Wir bremsen. Okay, okay, okay. Alles easy. So, einmal das Ding hier bitte drehen. So. Alles easy, Roman. Du schaffst das. Da links lang. Nicht stecken bleiben, kleiner Fisch. So. Fahr da jetzt lang. Du kleiner Fisch, fahr da jetzt lang. Okay. Mehr drehen. Okay, jetzt hier drehen. Okay, wir sind im Checkpoint. Huh. Okay, nehmen auf jeden Fall hier den linken Weg. So, ich glaube, der linke Weg ist sogar der schwierige Weg. Aber es ist kein Problem, weil wir können das. So, okay, easy, easy going. Man muss immer nach hinten lenken, das ist das Schwierige. Man muss immer hinten lenken und das Glas geht ja von alleine. Och, Alter, guck mal. Die da unten scheinen ja Kaffee zu trinken und den Spaß ihres Lebens zu haben, währenddessen ich als Fisch hier um mein Überleben kämpfen muss. Oh, look.
Ist das hier ein Speedrun? Könnte ich da einen Speedrun machen? Aber da ist kein Checkpoint. Nee, ich mach nicht den Checkpoint. Ich gehe hier, oder? Ich gehe auf die andere Seite. Ich mach's. Ich werd's tun. Für die Folge. Okay? Okay, für die Folge. Für die Folge. Für die Folge. Gib mir das Brot. Gib uns einfach Brot. Okay. Okay, let's go. Let's go. No problemo hier in de Spilo. Guck mal, da. Da gibt's einen anderen Weg. So, ich gehe da jetzt drauf. Das packe ich. So. Und dann fahren wir hier raus. So. Jetzt hier links lang. Okay, da gibt's nochmal Brot. Ich habe einfach die zweite Brotquelle hier gefunden, ne? Schönes Ding. Links abbiegen. Das Ding hat sich gelohnt. Schönes Ding. Doppelt Brot geholt. Nein. Nein. Das Glas darf sich nicht aufstellen. Wenn sich das Glas aufstellt, bin ich geliefert. So. Einmal hier bitte kurz den Checkpoint abholen. Ich hasse dieses Glas. Ich sag's euch, ich hasse es. Okay. Jetzt fahren wir hier über diese Schiene hier nochmal. Okay. Geh da drauf. Okay, alles klar, Broski. Er chillt, er chillt, er chillt. Der ist ein chilliger Fisch. Ein chilliger Fisch. Und jetzt hier abbiegen. Und links abbiegen. Oha. Oha. Das macht er gut. Das macht er gut, unser kleiner Piranha-Freund. Er strengt sich an. Er ist dabei. Okay, wir gehen weiter. Okay, das ist hier wieder so eine Lenkgeschichte. Das sind so Leute auf einem, einfach auf so einem Baumhaus, währenddessen so ein Fisch in so einem Glas vorbeifährt. Alltäglich. So, hinter der Bank. Einen kleinen Schwenker dahin. Okay, was ist das denn? Was? Ich sehe einen Vogel. Was ist das für ein Vogel? Oh nein. Oh mein Gott. Wir haben Vogelalarm. Was ist das? Hey. Hey, was ist das? Hier greifen mich Vögel an? Hey, 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 chillt mal. Ich bin in einem Glas drin. Ihr könnt mich nicht essen. Oh nein, bitte lassen Sie mich und meine Familie in Ruhe. Ah! Okay. Ich glaube, die haben Hunger, Mann. Ich glaube, die singen gerade ein bisschen... Gib uns einfach Fisch. Gib uns einfach Fisch. Wir sind Möwen und wir essen gerne Fisch. Okay. Oh nein! Niemals. Hör auf damit. Ah, die wollen mich zerbrechen. Hör auf! Hör doch auf, hab ich dich... Ich hab doch gesagt, hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf, mach keinen... Mach kein Möwenzeug. Okay, jetzt fahr. Ich fahr, ich fahr, ich fahr. So. Ich muss Slalom fahren. Slalom. So. So, ausweichen. Ausweichmanöver. Okay. Okay, okay, okay. Da ist ein Checkpoint. Big up, Roman. Nimm den Checkpoint. Ich hab ihn. Okay, ich hab den Checkpoint bekommen. Wir sind safe. Was ist das hier? Da ist einfach ein Vogelschäsel. Da ist ein Vogelschäsel. Ey, hör auf! Okay, okay, aber Checkpoint haben wir. Jetzt einfach da runter das Ding. Ab dafür! Au, 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 au. Okay. Okay, okay, wir sind dabei. Wir sind dabei. Kartons? Ah, angeblich. Die Kartons sind einfach aus Stein oder was? Okay, okay. Fahr da links lang. Wir sind schon fast tot. Das Glas ist schon richtig breaky. Oh, Junge. Mein Herz. Okay, relax. Einfach hier lang fahren. Und jetzt gib ihm einfach eine Kurve. Jetzt machst du einfach eine glatte Kurve. Glatt. Mach, mach, mach. Hör auf, hör auf. Okay. So. Er ist dabei. Okay. Alles klar, wir sind durch. Wir sind durch. Easy. Wird ein easy call. Ist ein easy one. Ist ein easy one. Okay. Ganz simple Sache. So, 90 Grad Drehung. Ganz easy. Besser als die meisten Autos. Ich kann das einfach nicht. Okay, ich kann es. Mann, das sind ja überall diese Kartondinger. Wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich das denn schaffen? Okay, fahr und jetzt drehen, 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 drehen. Fahr einfach. Drehen, 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 drehen. Ich bin durch, Bro. Ich bin durch. Ich bin durch, ich bin durch. Fahr in der Kurve, fahr in der Kurve, fahr in der Kurve, fahr in der Kurve. Bremst, bremst doch einfach. Okay, okay, okay. Fahr in der Kurve. Das Loch hier. Easy. Okay, okay, okay. Ich hab das. Ich hab das. Jetzt fahr einfach über dieses Ding drüber. Mach nicht so. Einfach. Oh mein Gott, da kommt einer. Mist. Wir sind fast tot. Komm schon. Lass mich doch einfach ins Wasser.
das Leben von diesem Piranha-Fisch ist der pure Horror. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur hier geradeaus, oder? Nee, müssen wir nicht. Doch, da ist Wasser. Aber wir müssen uns ja noch breaken. Oh mein Gott! Was? Ich bin einfach in der Badewanne gelandet!